Guten Morgen, ihr Lieben. Einen schönen guten Morgen, sonntagsmorgens. Es ist hier 6.15 Uhr in Paraguay. Wir haben gerade einen typischen tropischen Regen. Und was ich jetzt hier mache, ist euch filmen, wie es denn bei Regen aussehen kann und warum ich immer sage, es ist gut, dass unser Grundstück Zen-Garden höher liegt als die Straße. So, ich werde jetzt gleich nicht mehr viel sprechen, sondern später nachvertonen, weil es einfach viel regnet und ich jetzt auch gleich kurz rennen muss. Ihr seht hier aber schon bei uns hier auf dem Grundstück, das ist jetzt privat, das Wasser läuft und läuft und läuft. So, jetzt bin ich hier vorne angekommen und ich zeige euch mal, wie es bei uns auf der Straße aussieht. Die Straße, und es ist nicht spezifisch für unsere, entwickelt sich zu einem kleinen Fluss, Bachlauf, der doch viel Wasser transportiert. Und ihr seht gegenüber beim Nachbarn, sein Grundstück liegt nicht höher als die Straße. Und das Wasser ist knapp vor seiner Haustür, sein ganzer Garten steht mehr oder minder unter Wasser. Und das ist der Vorteil, den wir haben, weil unser Grundstück einfach höher liegt. Ihr seht, das Wasser kommt ungefähr bis zur Bordsteinkante. Und danach haben wir aber noch einen halben Meter Wall und dann kommt erst unser Grundstück. Wir sind also höher gelegen. Und genauso haben wir es zum Beispiel eben auch für den Zen-Garten gemacht, um eben solchen Sachen vorzubeugen. Das ist wichtig für euch, wenn ihr euch Grundstücke anschaut. Meistens macht man Besichtigungen, na klar, bei schönem Wetter. Bedenkt jedoch, dass jede Straße, egal ob es eine geteerte ist oder eine ungeteerte, sich bei einem tropischen Regen ruckzuck in so einen Bachlauf oder kleinen Fluss entwickeln kann. Das heißt, schaut euch einfach an, wie ist das Niveau zwischen der Straße und eurem Grundstück, wenn ihr was kaufen wollt. Ja? Seid da einfach ein bisschen wachsam, seid ein bisschen vorsichtig. Ihr seht hier wirklich, überall das Wasser läuft bis an die Kante der Grundstücke der Nachbarn über die Gehwege hinaus. Bei uns auf der Seite geht's. Und wie gesagt, wir sind zwar mit dem Zen-Garten auf der anderen Straßenseite, haben aber auch eben gut an manchen Stellen etwas über einen halben Meter, an manchen Stellen nur 30, 40 Zentimeter. Aber definitiv sind wir höher als der Bürgersteig und als die Straße. Also habt es einfach ein bisschen im Kopf, wenn ihr euch irgendwo in Paraguay Grundstücke anschaut oder überhaupt in tropischen Ländern. Wenn es regnet, und das war jetzt hier nur ein Regen von einer Stunde, es kann aber auch genau in dieser Intensität 3-4 Stunden regnen und dann steigt der Pegel des Wassers natürlich noch viel, viel höher. Hier gibt es so gut wie keine Ablaufkanäle, so wie ihr sie in Europa kennt. Ja? Und aus dem Grund fließt das Wasser einfach eben über die Wege und über die Straßen ab. Also, bis bald wieder in einem neuen Video mit dem Team vom Zen-Garten Paraguay. Lasst es euch gut gehen und Augen auf beim Grundstückskauf.